Tja, liebe Fernsehzuschauer. Deutschland, das sind wir selber. Deutschland geht es gut. In Tagen wie diesen, da fragt man sich ja schon manchmal, was der Angela Merkel wohl so alles durch den Kopf geht. Zum Beispiel, wenn der Philipp Rösler sagt: Wenn Sie einen Frosch in heißes Wasser werfen, dann hüpft er sofort heraus. Frosch, heißes Wasser? Stimmt. Also, mit Naturwissenschaften kennt sich der Rösler einigermaßen aus. Sympathisch. Für eine Kanzlerin, die ja selber aus der Wissenschaft kommt. Wenn Sie einen Frosch in kaltes Wasser setzen, okay, und dann langsam die Temperatur erhöhen, ja, wird er zuerst nichts merken und nichts machen. Und wenn er etwas merkt, dann ist es zu spät für den Frosch. Junge, Junge, das ist natürlich ein ganz schön skrupelloses Experiment, das der Rösler da macht. So viel zum netten Herrn Rösler. Aber aus der Sicht einer Wissenschaftlerin durchaus korrekt. Das ist übrigens die Frau vom Rösler, Wiebke. Die ist ein sogenanntes Verfassungsorgan. Die sagt, wer Bundespräsident wird. Meine Frau hat mir am Sonntag gesagt, pass auf, komm ja nicht wieder mit einem sogenannten Konsenskandidaten. Das heißt, das ist deine Aufgabe. Das war nicht ihre Idee mit Gauck, sondern die ihrer Frau. Wenn ich ganz ehrlich bin, war es zumindest auch mit ihre, ja. Da muss sogar die Kanzlerin ein bisschen schmunzeln, dass wir in 3 Wochen 1240 Statisten für ungefähr 1 Million Euro einladen, die dann in der Bundesversammlung simulieren, was die Wiebke Rösler beschlossen hat. Aber egal, nochmal zurück zum Frosch vom Rösler. Wann hat Frau Merkel gemerkt, ich bin der Frosch? Schätzungsweise bei der besagten Telefonschaltkonferenz des CDU-Präsidiums. Ganz schön frech, die Kanzlerin mit einem Frosch zu vergleichen. Aber für Naturwissenschaftler voll okay, weil der Rösler gehört ja zur Gattung der Fliegengewichte. Und die Kanzlerin, also der Frosch, um jetzt mal im Bild zu bleiben, die dreht nach dem Kochen das Gas ab und kümmert sich dann mit Freude um so Fliegengewichte wie den Rösler. Kreislauf des Lebens heißt das. Die kennt sich aus.